Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde in unserem F1 2013 Let's Play. Und wir sind hier in Japan, Suzuka, eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Das Wetter sieht bewölkt aus. Wir werden natürlich gleich wissen, was wir da im Rennen von zu halten haben. Hier zumindest scheint es trocken zu sein. Und insgesamt kann man festhalten, wir müssen langsam anfangen, Punkte zu holen, sonst haut uns der Spanier da oben ab. Hallo Barney. Ja, liebe Leute, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen hier zum nächsten Rennwochenende. Diesmal sind wir hier in Japan, in Suzuka. Haben vorher noch kurz geguckt, wie es denn in der ersten Saison mit Lotus gelaufen ist, und da hat der Baumi das Ding gewonnen und ich wurde Zweiter. Also, wenn wir das heute wiederholen könnten, dann wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Der miese Beigeschmack dabei, ja, bei Lotus, letzte Saison war der gute Alonso auch Dritter. Also, auch der Ferrari-Pilot heute, denke ich, wieder mit guten Aussichten. Als mein Teamkollege finde ich das ja alles gar nicht so schlimm, dass der da oben so super unterwegs ist. Es ist ja auch für die Konstrukteur-WM durchaus für Ferrari eine ordentliche Sache, aber nichtsdestotrotz, für mich läuft es in den letzten Rennen nicht ganz so gut. Letzte Woche wieder ein bisschen besser. Siebter oder sechster Platz, was ich da am Ende wurde. Von daher, da gilt es das natürlich heute wieder zu bestätigen. Und ja, jetzt erstmal wieder hier schnelle Runden zu düsen, dass wir morgen auch einen guten Ausgangspunkt haben. Absolut richtig. Viertelstunde haben wir Zeit, ist nicht gerade viel, aber ich nutze natürlich gerade noch, um euch hier die Reifen zu erklären. Also wir können wählen zwischen Option Prime, ist klar. Und die Options sind es heute die Medium, die mit den weißen Markierungen, und der Prime ist der härteste. Ja, was mir nicht so wirklich gut gefällt, es ist nicht so allzu warm. Sonne soll zwar scheinen, haben wir eben im Wetter gesehen, aber ich brauche immer ein bisschen länger, um diese Dinge auf Temperatur zu bekommen. Hier zeigen wir es nochmal. Heute 24 Grad sonnig. Sehen wir noch nicht viel von, vielleicht wird es noch. Und dann morgen 23 Grad, dann ist es bewölkt. Aber Gott sei Dank, und das ist das Wichtige, 0% an beiden Tagen Regenwahrscheinlichkeit. Die sind wir, glaube ich, noch gar nicht im Regen gefahren, die Strecke hier. Ob das jetzt im 12er war oder in der ersten Saison mit Lotus. Das Tja, stimmt, ja. können wir eigentlich rausgehen, würde ich sagen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, Ingenieur sagt zumindest, dass die Strecke noch sehr leer ist zurzeit. Werde ich das mal versuchen auszunutzen. Erstmal richtig hinsetzen hier. Das könnte ein bisschen knatschen. So, ihr seht, das sieht bedrohlich aus. Also, wenn man jetzt hier in England wären, würde ich sagen, das pisst gleich. Da haben wir Safety Car. Und ich denke mal, ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen mit auf die Strecke. Kann mir ein bisschen was erklären. Also, die schönste Passage kommt eigentlich gleich zu Beginn. Das ist nämlich hier, nach der ersten Kurve, die S's. Also da muss wirklich das Auto passen. Komm, fahr vorbei, will er nicht. Soll ich ihn vorbeilassen hinter mir? Also hier dieses, wenn du nämlich da einen vermasselst, dann passt der Rest meistens auch nicht mehr. Und das geht bis hier oben hin. Hier die Rechtskurve. Dann links. Das ist die Dunlop-Kurve. Wenn du den Eingang erwischst, da kannst du wirklich sehr früh aufs Gas und hilft dir natürlich dann auch hier hoch. Und jetzt kommt der erste neuralgische Punkt. Erstens, das hier ist ein bisschen blind, dieser Eingang. Und das ist die Degner Curve. Da melden sich in der realen Formel 1 mal gerne Autos ab und testen da die Haltbarkeit des Reifenstapels. So, hier nicht zu spät bremsen. Das ist nämlich die Hairpin. Da überholt vor allen Dingen Kobayashi gerne, der hier nicht mitfährt. Aber der Japaner ist dann im 2014er wieder dabei, im Caterham. Also der hat da wirklich in der letzten Vergangenheit sehr, sehr schöne Manöver gezeigt. Also ihr werdet ihn mit Sicherheit kennen. Jetzt kommen wir mal zur Spoon Corner, also die Löffelkurve. Da ist auch der Eingang ganz wichtig. Ist so eine Doppel-Apex-Kurve. Hier heißt es dann natürlich wieder früh aufs Gas gehen, dass man dann hier wirklich den ganzen Schwung mitnehmen kann. Und die Kurve, die jetzt kommt, die war früher wirklich sehr herausfordernd. Die 130R, das ist danach benannt, ist der Winkel dieser Kurve, also 130 Grad. Und dann kommt die Schikane, die letzte. Wo man sich auch mal gerne vertut. Also alles in allem ist es wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte hier. Ist alles dabei. Schnelle Ecken, langsame Ecken, fordernde Ecken. So, und jetzt kommen wir mal auf die erste Runde. Ja, ich bin schon mittendrin. Erster Sektor sah gar nicht so schlecht aus. Alonso ja gleich mit einer Bestzeit hier. War nicht anders zu erwarten, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Von daher ist es, denke ich mal, gleich mal guter Maßstab. So, hier will ich versuchen, so von außen ranzukommen. In dieser Dunlop-Kurve. Ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber ein bisschen Rückstand. Also sind momentan 3 Zehntel.
auf Alonsos Zeit. So, hier versuchen eng zu bleiben. Also nicht so wie ich. Na, ich schieb mich an sich gleich mal auf die 2. Ich glaube, das fängt ganz gut an, das Wochenende. Oh, jetzt Kurve 1 hier einen leichten Verbremser, von daher kann ich eigentlich den Stint hier gleich mal abbrechen. Hinter mir kommen schon die schnellen Autos, die möchte ich hier natürlich möglichst gut passieren lassen und das hat jetzt nicht perfekt funktioniert und leider Gottes rauscht mir da Rosberg dann rein. Da habe ich in einer ganz blöden Situation, wollte ich Platz machen in den SS und ich bin eigentlich nicht mehr weggekommen. Die ersten beiden habe ich passieren lassen und dann war ich mitten in der Kurve und dann rauscht mir leider der Rosberg hinten rein und ja, gibt natürlich entsprechend 10 Plätze. Ah, das ist natürlich echt blöd. Ich wollte gerade noch fragen. Ja, aber da lasse ich mir absolut eingehen. Ich hätte vielleicht, weil ich noch auf die Karte unten geguckt habe und sehe so Kurve 1, oh, verbremse ich mich, kann ich abbrechen, hinten kommen 2. Und dann war dahinter gleich auch noch der Rosberg und den wollte ich irgendwie noch passieren lassen und dann hat es sich aber leider nicht mehr ausgegangen. Von daher, die Strafe geht auf jeden Fall in Ordnung. Schade, aber gut. Soll mich mal nicht daran hindern, jetzt trotzdem noch so gut wie möglich hier ein Ergebnis zu erzielen. Also das Wichtige ist natürlich in erster Linie, selbst wenn sowas passiert, dass man eben selber weiß, ich bin hier schnell, ne? Wenn man vorne dabei ist, bei den Positionen, das kann man dann alles im Rennen rausfahren. Wisst ja, wir fahren 50% Rennen. Und das heißt ja nicht, selbst wenn man von weiter hinten startet, wir haben ja selbst da schon Treppchenplätze letztendlich geholt, wenn wir von weiter hinten gefahren sind, oder auch von Strafen, die im Rennen dann ihren Ursprung hatten, wie, ich glaube, das war bei mir in Hockenheim, das sind wir nächstes Jahr wieder, Nürburgring, der Fall. Und auch in Bahrain, ganz am Anfang noch, aber da kann man sich, glaube ich, nicht mehr so wirklich dran erinnern. Da habe ich ja noch in dieser Badewanne gesessen, in diesem rot-schwarzen Etwas, was sich Marussia nennt. Ja. So ist es. Also ich habe mich auf jeden Fall wieder in die Box geschlichen hier, werde mir jetzt gleich einen neuen Satz abholen und versuchen, mich nochmal zu verbessern. Zeitlich bin ich jetzt momentan, glaube ich, auf der 6, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch mal kurz hier die Möglichkeit nutzen, gleich mal auf die Standings zu blicken. Jetzt hole ich mir erstmal den neuen Reifensatz und dann schauen wir mal drauf. Also wir haben momentan Hamilton auf der 1, ganz knapp vor Alonso, dann auch ganz knapp dahinter Vettel. Also die sind innerhalb von 57 Tausendstel. Ich auf der 6, du momentan auf der 9. Genau, die Weltmeister wieder unter sich davor, ne? Ansonsten haben wir auf jeden Fall kein Auto heute, das scheinbar Probleme hat. Also alle Top-Fahrzeuge eigentlich relativ weit vorne dabei. So, da habe ich jetzt auch mal für euch das, dass ihr es sehen könnt. Ja, Vettel ist jetzt vorne. Mit einem Purple zweiten Sektor und der ist überragend gewesen. Es sind 4 Zehntel auf Alonso, die er ihm da eingeschenkt hat. Ja, das musst du immer so machen. Absolut, ja. So, ich muss hier noch ein paar Autos durchfahren lassen und dann schere ich mich aber auch wieder raus. Das ist schon jetzt gerade viel nach vorne, wenn ich das so sehe. 1,1 Sekunden von meinem Platz 10 auf Vettel vorne. Und da ist selbst Button schneller. Knapper 1,5 Zehntel momentan. Und das hat es ja in der Vergangenheit in der jüngeren auch nicht unbedingt so gegeben, dass ich da von ihm geschlagen wurde. Naja, würde mich ja sehr wundern, wenn du in deinem zweiten Stint dich nicht nochmal verbessern würdest. Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Ich muss so gucken, dass ich am besten so rausfahre. Man braucht, ja, 3 Minuten, 3,5 würde ich sagen. Also 3 Minuten 30, wenn man hier wirklich in Ruhe die Reifen anfallen möchte und dann eventuell 2 schnelle fahren. Dass man wirklich ganz gegen Ende nochmal mit einer schnellen Runde drüber kommt. Bei den letzten Sekunden der Uhr. Von daher, du hast ja an sich auch ein bisschen Gefallen gefunden, den Last-Minute-Barney zu spielen. Das stimmt allerdings, ja. Von daher bin ich da in der Tat eigentlich ganz guter Dinge, dass du da nochmal einen ordentlichen Run hinbekommst. Wer sich auch noch verbessern muss, das ist aber wirklich dann der Einzige, der noch nicht vorne bei der Musik ist. Also Teamkollege Räikkönen, der ist schon unter den Top 10 und Grosjean zurzeit nur 16. mit 38,0. Das ist momentan auf Niveau der Toro Rossos, der Williams. Bisschen wenig natürlich. Absolut. Aber da weiß man eben nicht, was hat er gemacht. Er fährt jetzt rein, ist auf der Inlap. Mit 2,7 Sekunden zum Führenden zurzeit. Und Räikkönen
dessen Abstand ungefähr 9 Zehntel. Also da sind 2 Sekunden ungefähr dazwischen. Da war wahrscheinlich irgendwas Schepp in der Runde. Mit Sicherheit. Also, gehen wir rein, schauen wir mal hier im nächsten Run, wie es hier aussieht. 4 Minuten 50 jetzt noch auf der Uhr. Gucken wir mal. Da seht ihr es, Platz 6 momentan für den Barney. Ich bin mal gespannt, wann wir die erste Zeit sehen. Müsste ungefähr, um da vorne reinzufahren, so 34,5, 34,6 fahren. Und da hört er wieder ein paar fahren raus. Also das sollte ich gleich dann auch machen. Aber ich werde den ersten Sektor gerade noch von Barney abwarten. Na, weiß nicht, ob der ganz so gut ist. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch mit Lotus damals vom Toro Rosso im F1 2012, müssen wir gar nicht reden, dass du da nicht so wirklich Freund warst mit den S's. Aber der erste Sektor ist wirklich gut gewesen, 34,5. Wie ich das auch gesagt hatte. Okay, stimmt mich ja schon mal positiv. Vom Gefühl her war er nämlich nicht ganz so prickelnd. So, mein Reifen hat 89%. Heißt, eine Outlap, eine schnelle und dann eine Inlap. Die gehen schon ordentlich runter. Und das, obwohl es die Medium sind. Also die drittweichste Mischung nur. Benzin müsste ich mal noch gucken. Dass wir das vielleicht noch hinbekommen. Vielleicht ein bisschen was. 6 Runden, denke ich, ist da ganz okay. So, und jetzt haben wir 3,50 noch ungefähr. 3,45, dann mache ich mich jetzt auch mal raus. Weil sonst wird es zu eng. Mit der Zeit. Ja, ich komme jetzt gleich in den zweiten Sektor. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wäre ja, natürlich auch wahnsinnig wichtig, wenn du den Alonso hier nochmal besiegen könntest. Zumindest im Qualifying, was die reine Zeit angeht. So, ich scheine ein bisschen Platz zu haben. Da vorne fährt ein Auto. Gesagt, getan. 34,8, das ist eine Hausnummer. Also den haben wir uns ja lange Zeit wieder gewünscht. Den Barney vorne auf der 1, ne? Wie in den ersten beiden Rennen der Saison. Ganz souverän, die er da ja gewonnen hat. Da habe ich ja schon gedacht, die WM läuft eigentlich nur über den. Na, dafür bin ich leider Gottes noch ein bisschen zu unkonstant, aber... Wie gesagt, wird allerhöchste Zeit, mal wieder an etwas ältere Erfolge anzuknüpfen. Und ja, die Runde war jetzt eigentlich ganz gut, abgesehen vom ersten Sektor, der mir vom Gefühl her nicht ganz so gut gefallen hat. Also ich denke mal 34 Mitte bis tief ist durchaus möglich. Ich habe Teile gesehen in der Degner Curve. Also da haben sie dann wirklich das gemacht, was ich ja vorher angekündigt habe. Da meldet man sich gerne mal ab. Also nicht nur in der realen Formel 1, sondern auch hier. Originalgetreu im Let's Play. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht ganz so gut gearbeitet, was die Gänge hier angeht. Teilweise mit dem Ausdrehen ist teilweise zu früh. Oder dass ich den zu kurz habe. Dass ich teilweise gerne den sechsten drin lassen würde. Vor der Löffelkurve merke ich das besonders. Kann natürlich auch gerade daran liegen, dass ich noch auf Mager gefahren bin. Weil der dreht ja noch ein bisschen höher natürlich. Wenn wir jetzt... die fette Einstellung nehmen. Ich hoffe mal, dass der reinfährt, ansonsten habe ich ein Problem. Gott sei Dank. Ich glaube, das war mein Ex-Auto. Chilton. So, ich scher mich auf jeden Fall in die Box, bin zufrieden soweit. Wäre dann an sich jetzt, wenn mich keiner mehr überholt, Position 11 fürs morgige genau. Rennen, was ja durchaus gar nicht so schlimm dann ist. Von daher, passt das, aber wir schauen natürlich gleich mal noch auf den Bordcomputer, wie es da aussieht, was Baumi so für Zwischenzeiten fährt. Bist du schon auf deiner Schnellen eigentlich? Ja, ich komme jetzt gerade die Dunlop-Kurve hoch. Ah ja, okay. So, bei mir dauert es noch einen Moment hier. So, und dann werfen wir doch gleich mal einen Blick hier rein. Also, Baumi haben wir da unten mit einem lila ersten Sektor, 34,4. Ungefähr ein halbes Zehntel schneller als ich. Schauen wir dann auch gleich mal auf den zweiten Sektor, wenn du denn da durchkommst. Ob es da nochmal lila ist. Und wenn es da auch lila ist, bin ich ganz guter Dinge, dass du das zu Ende bringst. Ja, die Schikane ist immer so eine Geschichte. Da hat man sich immer schnell verbremst. Ja, ist wahr. So, schauen wir mal. Mittelsektor, wo bleibt er? Dürfte eigentlich gleich so weit sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich komme jetzt Eingang gerade. Okay. Also eine zweite Runde würde ich auf jeden Fall noch schaffen, denke ich, von der Zeit her. Sollte hinhauen. Jetzt gucken wir mal. 43,0 war dein Mittelsektor. Okay, der war 3 Zehntel schlechter. Das heißt, du müsstest jetzt im letzten schon ordentlichst fahren.
Also so eine 17.3 im letzten bräuchtest du als Zwischenzeit. Von daher schauen wir mal. Wird auf jeden Fall nach oben gehen auf die 5, okay? Hat deutlich nicht gereicht, ne. 17.7, da sind durchaus einige andere Autos schon einen Ticken schneller gefahren, aber knapp noch vor Webber geschoben. So, ich bin dann auch schon im Endbildschirm. Von daher, wir spectaten natürlich wieder den Baumi, wenn wir ihn finden. Ich versuch's nochmal, wird wieder laut hier. So, da haben wir ihn. Dann schauen wir nochmal, was er so anstellt. Leider bekommen wir ja wieder hier keine Zwischenzeiten, von daher müsste uns da der Baumi dann ein bisschen helfen, wenn er Zwischenzeiten bekommt. Genau, da vorne ist ein Auto, das macht mir ein bisschen Sorge. Ja, das glaube ich ist ein relativ langsames Auto. Dürfte ein Caterham sein, wenn ich es richtig sehe. Oder sehe ich es vielleicht total falsch? Ah, ne, ich sehe es schon richtig, aber das kostet natürlich enorm viel Zeit. Schade. Ja, da kannst du nichts machen, wenn der halt auf der eigenen schnellen Runde ist. Absolut. Und da ist ja dann kein Platz. Da musst du halt dann sagen, das war's. Natürlich ist das Problem, dass ich jetzt die erste halbe Runde den Reifen nochmal ordentlich da reingebuttert habe. Ja, das ist wahr. Aber an sich dann Position 4 morgen für dich. Für mich geht es natürlich zurück auf die 11. Genau, wenn nicht noch einer schneller fährt. Aber du siehst es wahrscheinlich auf den Sektoren. Nee, das glaube ich sieht nicht so aus, wie wenn da noch einmal irgendwie vorbeikommt. Und ich habe sogar plus 20. Ach, wieso zur Hölle? Dann haben die das anscheinend als wirklich schwerwiegenden Zwischenfall gesehen, die Blödsäcke. Hat aber bei der Strafe, wenn mich nicht alles täuscht, plus 10 angezeigt. Ja. Okay, ihr könnt es auf jeden Fall mal bei mir in die Kommentare schreiben. Ist euch da irgendwas aufgefallen, dass da nochmal eine Einblendung kam? Also ich habe es definitiv nicht gesehen. Von daher hätte ich jetzt eigentlich, bin fest davon ausgegangen, auf 11 zu starten. Aber so ist es dann natürlich 21, was nicht ganz so toll ist, aber... Also das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, ob da bei der Meldung 10 oder 20 stand oder ob irgendwo noch eine zweite Einblendung war. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das wundert mich jetzt schon durchaus sehr. Ja, das war natürlich wahnsinnig stark. Also die Zeit, das ist ein 18, die ich dahinter hänge. Und wir dürfen nicht vergessen, ich hatte im ersten Sektor sogar noch Purple. Das heißt, ich war ein bisschen schneller. Da habe ich ordentlich liegen lassen nochmal am Ende. Das stimmt, ja. Nee, da brauche ich morgen im Rennen unbedingt einen guten Start. Und dann wirklich, ja, versuchen wirklich fehlerfrei und sicher zu überholen, weil das war ja so ein bisschen das Problem in Korea, wo ich immer wieder eigentlich oder wesentlich schneller hätte fahren können, aber mich bei den Überholungsmanövern teilweise so blöd angestellt habe, dass mir einfach wieder so viel Zeit gekostet hat. Also das muss hier ein bisschen besser laufen. Problem bei der Strecke natürlich, schwierig mit Überholmöglichkeiten. Also teilweise dann wirklich hier zum Beispiel, wo wir gerade in der Ansicht sind, hier bei der Haarnadel höchstens mit dem Anbremsen, wo man vielleicht schön vorbeigehen kann, aber erster Sektor ansonsten ganz schwierig. Ansonsten, das ist das Problem. Die lange Gerade hast du noch. Hier ausgangs der Haarnadel natürlich die lange Gerade bis zum Anbremsen in die Doppellinks quasi. Da kann man vielleicht noch durchaus überholen und natürlich die Stadt Ziel mit der DRS-Zone und beim Anbremsen Schikane. Also da muss man gucken, dass ich mich da morgen dann möglichst schnell Richtung Punkte nach vorne arbeite. Aber das wird durchaus nicht einfach. Das stimmt, weil das Thema auf der Strecke hier, ne, diese S's im ersten Sektor, das heißt, wenn du da in der ersten Kurve unten hinterm Auto hängst, du hängst wirklich permanent bis zum Ende erster Sektor Minimum hinter dem und das kostet natürlich wahnsinnig Zeit. Das heißt natürlich auch für mich, wenn ich dann früher stoppen sollte und ich hänge da im Verkehr, das kann die Strategie natürlich auch ruinieren. Ganz genauso wie es bei Bahn natürlich dann ist, wenn er von hinten nach vorne rollt. Insgesamt ist es für mich gut, dass Alonso nur Vierter ist, also ein Platz vor mir steht. Hamilton 3, Vettel sogar noch davor. Also die beiden oder die drei kann man sagen, die in der WM ja noch mitspielen. Da vorne. Webber auf der 6. Rosberg, Räikkönen, kennt man alles. Button auf der 9. Und Hülki auf seiner 10. Grosjean hat es noch auf die 11 geschafft. Ansonsten zeigen wir euch das mal kurz für hinten. Die Plätze von der 12 bis zur 22, wo natürlich dann Barney sich in einreihen wird, leider. Ja, wohl oder übel. Und dann würde ich mal sagen, haben wir es für heute. Ich freue mich auf das Rennen, das bietet wirklich für beide Autos wahnsinnig viel Spaß und auch für euch zum Zugucken. Also langweilig wird es auf gar keinen Fall. Genauso ist es. Dann sind wir an sich durch für das Qualifying hier heute am Samstag. Und dann gibt es natürlich morgen, ja, wie eigentlich jede Woche, um 14 Uhr auf unseren beiden Kanälen das
ja, Rennen hier, der große Preis von Suzuka. Ich bin echt gespannt, wie es läuft morgen mit der Aufholjagd. Wird natürlich, wie der Baumi gerade schon kurz angerissen hat, eine spannende Sache auch noch mit der Strategie, die wir am Anfang wieder ausführlich behandeln werden. Und von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Und jo, dann sagen wir schon mal danke fürs Zuschauen hier im Qualifying und dann bis morgen. Genau, bis morgen. Macht's gut.